Jo Leute, willkommen zurück zu Let's Play Digimon World 2003 für die PlayStation 1. Im letzten Part haben wir den vierten Leader besiegt und sind auf den Weg gegangen nach den Kulon-Minen oder wie die heißen. Und jetzt sind wir wo ganz anders, und zwar sind wir wieder im Asuka-Server. Oder generell, wir waren auch vorher im Asuka-Server. Wir sind jetzt wieder im Ostsektor und wir befinden uns am Daivamon-See. Das hat einen bestimmten Grund. Und zwar möchte ich hier einen kleinen Sidequest machen, sowie endlich mal den letzten Partner holen. Ich habe jetzt offscreen einiges gemacht, das heißt, ich werde euch jetzt erstmal in aller Ruhe erzählen, was ich offscreen gemacht habe. Als allererstes bin ich in die Möbius-Wüste gegangen und bin dann zu dem Typen von Kotemon gegangen, um mir Kotemon abzuholen. Das hatten wir ja alles schon onscreen gemacht. Und dann habe ich noch mich ein bisschen in das Kartenspiel reingefuchst und hab mir ein paar Strategien rausgesucht. Ein großes Dankeschön an The Fumaku, der mir eine Idee gebracht hat. Und zwar spielt er auch mit einem Devimon-Deck. Das Ganze wollte ich dann auch ausprobieren, hab das auch gemacht. Und hab ein bisschen gegoogelt. Und jetzt habe ich ein ziemlich geiles Dark-Deck, nenne ich es jetzt einfach mal. Nicht nur Devimon, sondern featured auch andere Dark-Monster, die man hier nutzen kann in demselben Deck. Ja, und wie gesagt, ich habe mich ein bisschen ins Kartenspiel reingefuchst. Ich werde euch sagen, wo ich die Karten habe. Aber zuallererst mal habe ich noch was offscreen gemacht. Und zwar gelevelt ohne Ende. Ihr seht es schon längst am Rahmen. Und zwar ist aus Agumon jetzt ein Omnimon geworden und aus Gilmon ein Beelzemon. Das sind die zwei stärksten Digimon auf den jeweiligen Digimon Agumon und Gilmon. Und ich möchte euch jetzt ganz kurz erklären, wie ich das gemacht habe. Okay, dann gehen wir doch zuerst mal zu Omnimon. Wie habe ich Omnimon gekriegt? Also ganz klar, ich habe Metall Mamemon, welches man, glaube ich, kriegt, wenn man Wargreymon levelt. Ich glaube, auf Level 10, Wargreymon Level 10, kriegt man Metall Mamemon. Den habe ich bis Level 40 gemacht. Dann habe ich dadurch Metall Garurumon gekriegt, welchen ich auch auf 40 gemacht habe. Dann bin ich wieder auf Wargreymon übergegangen und habe den auch auf 40 gemacht. Und dann habe ich dadurch Omnimon bekommen. Also Wargreymon und Metall Garurumon auf einem Digimon Level 40 ergibt Omnimon. So. Und Beelzemon ist ein bisschen schwerer. Da habe ich Galantmon auf Level 10 gelevelt gehabt und habe Grismon bekommen. Grismon habe ich auf Level 50 gelevelt, habe Grableomon bekommen. Grableomon auf Level 20, 160 Dark-Toleranz beim Trainingscamp. Und ich habe Devimon bekommen. Devimon Level 50, gleich Miotismon. Mit Miotismon habe ich bis Level 99 gelevelt, dann habe ich Malomiotismon bekommen und Malomiotismon sowie Galantmon auf Level 40 gibt gemeinsam Beelzemon. So, also ich habe jetzt Beelzemon im Team und ich habe Omnimon im Team. Auch Wemon ist jetzt mit im Rahmen, der ist aber noch Level 1. Mit dem möchte ich ein kleines Special machen und zwar möchte ich euch da ein bisschen erklären, so wie man gut Power levelt in diesem Spiel am Endgame. Solange möchte ich Wemon Level 1 lassen, aber ich dachte, ins Team nehmen schadet ja nicht. Ja, also wenn ihr noch Fragen zu den Digitationen habt, die ich gerade aufgelistet habe, schreibt es in die Kommentare. So, und wir sind am Daivamon-See aus einem bestimmten Grund, aus zwei bestimmten Gründen. Wir haben uns ja, wie gesagt, ins Kartenspiel reingefuchst und es gibt so eine Art Kartenspiel-Challenge, nenne ich es jetzt einfach mal. Und auf dem Weg werdet ihr noch Omnimon sehen, denke ich mal, weil den habe ich gerade im Team. Und es könnte gleich klingeln bei mir an der Tür, also nicht wundern. Ja, ich werde das nicht rauscutten, ich habe da keinen Nerv zu. Ja, also wie gesagt, ich werde jetzt erstmal, Omnimon of Doom. Ich werde jetzt erstmal ein kleines Kartenspielturnier machen und werde dort den letzten Digimon-Partner abholen, mehr oder weniger. Und zwar dreht es sich hier um Monmon. Dafür müssen wir Armormon besiegen. Ich werde dafür ein Achievement einblenden, aber nicht gleich, wenn wir Armormon besiegt haben, sondern wahrscheinlich erst im nächsten Part, wenn wir es dann abgeholt haben. Armormon muss, also beziehungsweise Monmon holt man ebenfalls in der Möbius-Wüste ab. Wüste. In der Möbius-Wüste. Nein. Und auch mit derselben Wegstrategie, sage ich jetzt mal, wie auch das andere Digimon. Und ich werde jetzt als allererstes das Turnier machen. Ich möchte mein Deck ausprobieren. Ich habe damit noch nicht so viel gespielt. Ich werde euch ein bisschen was dazu erklären während dem Kämpfen. Hm, ein Duell mit mir? Also dann, auf geht's. So, und wir starten das Kampfturnier. Mehr oder weniger. Wir müssen einfach mehrere Daivamon besiegen. Weißer Asuka Master. Okay. Das Prinzip kennen wir, hier man muss Kalomon ziehen, um Erster zu sein, aber eigentlich ist es ziemlich wurscht. Wie ihr sehen könnt, habe ich Devidramon, Devimon und Lady Devimon im Team, also im Deck.
Und was ich machen werde, ist, ich benutze verschiedene Programmkarten. Ich habe hier zum Beispiel eine, womit ich zwei ziehen kann. Die habe ich viermal im Deck, weil die halt einfach epic ist. So, dann ist sie da gerade nochmal. Dann werde ich die gerade nochmal einsetzen. Das kann geil sein, kann aber auch scheiße sein. Ich werde trotzdem jetzt erstmal so verharren, sag ich jetzt mal. So. Dann werde ich die Karte nochmal einsetzen. In der Hoffnung, noch einen Devimon zu ziehen. Denn im Endeffekt geht es darum, Kombos zu machen. Wir haben zwei Lady Devimons. Das ergibt auch wieder eine Kombo. Und hiermit können wir eine ziehen und eine abwerfen. Das ist auch nicht schlecht. Ja, das machen wir. Wir ziehen eine. Was in dem Fall Lady Devimon ist. So, Lady Devimon. Wir ziehen uns eine weitere Lady Devimon-Karte. Und werfen dafür eine andere ab. Wir haben jetzt drei Lady Devimon-Karten. Und wir werfen dafür die Defense-Karte ab. Ich habe noch nicht das perfekte Deck. Ich habe noch ein paar Ideen, was ich reinballern möchte. Aber das kommt dann erst, wenn es soweit ist. So, mal gucken, ob ich alle drei... Yeah! Dann mache ich noch Devidramon. Und ja, das sind die, die ich ins Feld schicke. Nur Devimonster, sage ich jetzt mal. Wie ihr sehen könnt, richtig viel HP. Und ich werde im Ganzen, ich weiß nicht, vielleicht noch einen oben drauf setzen, indem ich noch einen Devimon rufe. Also nicht wundern, falls ich seltsame Strategien mache oder irgendwas in eurer Meinung nach falsch mache. Ich bin noch nicht so gut mit Kartenspielen. So, und jetzt kommt die Combo. Da haben wir einmal hier eine Combo. Und jetzt geht's ab. Also die haben eindeutig keine Chance gegen mich, ist ja klar. Ich habe über 200 HP gehabt und die können mir überhaupt nichts. So, dann haben wir die erste Runde gewonnen. Jetzt haben wir aber allerdings schon einige gute Devimonster aufgebraucht. Ich habe eine Karte, wo man wieder welche ziehen kann. Ich weiß natürlich nicht, ob ich die kriege. Oh, und ich ziehe natürlich eine schlechte Hand. Gleich zu Beginn des Partes, sage ich jetzt mal. Und zwar haben wir nur... Wir haben nur einzelne Digimon. Jetzt müssen wir einfach mal hoffen, dass der Gegner nicht so viel reißen kann wie wir. Wir haben definitiv mehr Leben als er. Und er ruft etwas. Er ruft einen Patamon, oder? Ja. Dann macht er nämlich eine Patamon-Kombo. Und er wird uns jetzt höchstwahrscheinlich einmal besiegen. Denn die Patamon-Kombo, oder? Oh, nee. Ich bin trotzdem stärker. Trotzdem bin ich stärker. Ich bin stärker. Okay, dann haben wir den ersten Gegner von dem Turnier besiegt. Mal gucken, in wie viel Parts ich das packen kann. Ob ich das schaffe, in maximal zwei Parts zu machen. Vielleicht auch in einem. Ich habe jetzt halt viel am Anfang gequatscht über die ganzen Sachen. Ja, jetzt großartig mit dem Quatschen werde ich nicht. Ich werde das jetzt nicht vorlesen oder so. Und wir gehen jetzt direkt weiter zum nächsten. Schnell verloren. Nee. Ja, heul doch. So, der nächste. Duell mit mir. Alles klar, auf geht's. So. Dann haben wir da Kalumon wieder gezogen. Okay, das wird eine Devimon-Runde, das sehe ich sofort. Ich benutze eine Programmkarte und zwar wähle eine Programmkarte aus deinem Deck. Das mache ich gerne. Und zwar nehmen wir doch einfach mal, wie wäre es mit Devimon, Dark Tyrannomon, Devidramon, Octomon. Ich nehme mir noch ein Devimon. Und das geht. Ach, ich muss eine Programmkarte nehmen. Stimmt ja. Hahaha. Ich nehme einen Devimon rufen. Immerhin. Reißt bestimmt noch was. So, ein Devimon rufen. Der Gegner setzt was ein, was ich gerade nicht kenne. Schwarz absenken. Oh, ganz schlecht für uns. Ganz schlecht für uns. Wähle deine Digimon. So. Wähle deine Digimon. Ha, dadurch, dass wir schwarz rufen, schwarz. Hier Devimon auf dem Feld rufen haben, können wir noch einen Vorteil erwirtschaften. So, Phase, natürlich setze ich ein Item ein. Und zwar setze ich Devimon rufen ein. Genau, er macht nichts, ich mache weiter, nochmal Devimon rufen. Jawohl, Devimon rufen und nochmal Devimon rufen. Und dann haben wir hier ein schönes Devimon, sag ich mal, eine Devimon-Runde, wie ihr sehen könnt. Er macht nichts und das ist sein Untergang. Denn wir werden dadurch eine riesen Devimon-Kombo haben.
Ja, wie ihr sehen könnt, wieder knapp 200 HP. Und er hat keine Chance gegen uns. Er kann uns nicht niederschlagen. Er kann nichts tun. Das Deck wird noch verbessert. Ich habe da noch Karten in Aussicht, die gegnerische Karte vom Feld ziehen, die das komplette gegnerische Team einmal vernichten und alles Mögliche. Richtig krasse Karten. So. Was habe ich jetzt? Oh, 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 okay, alles klar. Vielleicht schaffen wir es, eine Lady Devimon-Kombo zu machen. Gucken wir einfach mal. Wir setzen uns erstmal die Karte ein für 2 ziehen, die ist immer gut. Vor allem in der zweiten Runde spielt das eh keine Rolle mehr. Okay, da haben wir noch ein paar. Was haben wir denn so auf der Hand? Haben wir denn... Ah, ein Dark Tyrannomon. Wir könnten versuchen, ein Dark Tyrannomon-Kombo zu machen. So, ich möchte eine Karte, bitte. Einmal Karte aus dem Deck ziehen. Ich weiß nicht, ob es eine Dark Tyrannomon-Kombo gibt. Wir dürften genug Dark Tyrannomons haben. Ich probiere das jetzt einfach mal aus. Vielleicht gibt es da eine Kombo. Wäre ja ganz nett, ne? Also, wie gesagt, ich habe das Deck jetzt ein, zwei Mal gespielt und ich weiß nicht, wie gut es ist. Aber wir können ja einfach mal unser Bestes geben. So, die Karten setzen wir alle in den Kampf. Und der Gegner hat auch ein Dark-Deck, fällt mir gerade auf. Wir haben natürlich keine Karte, meine ich. Nein, wir haben keine Programmkarte. Der ruft einen Devimon, was ihm nicht so viel bringen sollte. Weil er... Ach, er kriegt eine Gombo. Gombo, ja, er kriegt eine Gombo, ist klar. So, wir haben eine Dark Tyrannomon-Kombo. Und er hat eine Skull-Gremon-Kombo. Und wir dürften trotzdem stärker sein als er. Er dürfte keine Chance haben. Jawohl, er hat keine Chance. Keine Chance, den nächsten besiegt. Ich glaube, einen Kampf kriegen wir noch in den Part hinein und dann müssen wir schon den nächsten Part beginnen. Mist! Ja, wir haben übrigens auch, nebenbei erwähnt, jetzt Zugriff auf die legendäre Trainingshalle. Das ist die beste Trainingshalle im ganzen Spiel. Also, wo man TP verbrauchen kann, um Statuswerte zu erhöhen. Ich werde versuchen, wenn der nächste Part kurz ist, euch die Trainingshalle onscreen zu zeigen. So, dann besiegen wir gleich den nächsten. Jawohl. Der grüne Asuka-Meister. Er heißt grüner Meister, weil er nur grüne Karten spielt. Übrigens, ihr könnt jederzeit grün, also zum Beispiel ein komplettes grünes Deck machen, weißes Deck. Ich würde immer nur eine Farbe in ein Deck nehmen, damit es halt umso geiler ist, weil ihr dann krasse Kombos machen könnt. So, und wir können direkt wieder hier 2 Karten ziehen. Gucken wir mal, was wir ziehen. Okay, wir können einen Devimon beschwören. Also haben wir insgesamt 2 Devimons indirekt. Ich werde eine Karte vom Stapel ziehen, eine abwerfen. Das ist sehr gut für uns, sehr gut. Das heißt, wir können uns jetzt einen dritten Devimon rausziehen. Und dann wieder eine Devimon-Kombo machen. So, wir haben noch Devidramon, was auch ganz nette Dings, Backup ist für Devimon. Oh, ich habe Kacke gebaut. Egal, vielleicht schaffe ich es ja trotzdem noch. Ich wollte das gerade gar nicht wegschmeißen. Nein, mein Devimon. Jetzt habe ich keine Kombo. Naja, probieren wir einfach aus, ob wir es trotzdem schaffen. Wenn nicht, sind wir kacke. Ja gut, er hat auch nicht eine Kombo. Ich hoffe, er setzt keine Programmkarten ein. Ja, er setzt keine Programmkarten ein. Ich auch nicht. Das heißt, die erste Runde gewinne ich. Glück. Ich Idiot habe meine Devimon-Kombo weggeschmissen. Ja. Ganz genau, Leute. Egal, die erste Runde haben wir noch geschafft, trotz Idiotenzug. Wir dürfen anfangen. Das ist mir eigentlich immer Wurst, ob wer anfängt, ehrlich gesagt. Okay, okay, okay. Wir können theoretisch noch eine Devimon-Kombo machen. Nimm eine Karte aus dem Stapel und nimm sie in die Hand. Ich werde ein Devimon nehmen. Kein Lady Devimon, ein Devimon. So. Das heißt, wir haben ein Devimon... Ah, wir kriegen keine Devimon-Kombo zusammen. Sorry, Leute, ey. Das ist doch nicht normal. Hätte ich mir lieber Lady Devimon geholt, ey. Naja, machen wir das Beste draus. Ich weiß, was da kommt. Eine Palmon-Kombo. Okay. Ich setze eine Programmkarte ein. Und zwar setze ich die ein, die Devimon beschwört. Und da kommt dann auch schon wahrscheinlich Palmon. Wir werden dagegen aber ein bisschen gegenhalten, indem wir uns ein bisschen boosten. 10 HP mehr. Bitte, war es das der letzte Palmon? Oh nein, er hat eine Mega-Palmon-Kombo. Aber ich weiß nicht, ob die Kombo stark genug ist, um mich zu bashen.
Nee, nicht ganz. Nee, nee, nee. Jo, und wir haben die Runde wieder geschafft. Oh, Leute, das war intens. Das war intens. Unglaublich. Und wir haben den nächsten Typen besiegt, den nächsten Divermon. Dann fehlen, glaube ich, noch 2 oder 3 Divermons. Dann haben wir alle besiegt. Die kommen aber erst im nächsten Part. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ja, dann kommen wir mal ganz kurz hier am Ende der Folge zu einer Zuschauerfrage. Ich bin total gehypt gerade. Ich liebe dieses Kartenspiel. Okay, dann ist die Folge zu Ende, Leute, und wir kommen zur Zuschauerfrage. Meine heutige Zuschauerfrage an euch lautet: Welches Minispiel in einem JRPG gefällt euch am meisten und wieso? Schreibt es mir in die Kommentare. Ich bin Belias LP. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.